Meine lieben Tabletop-Freunde! Hier runtergehen, weil Stativ ist ja im Arsch. So, und jetzt bin ich mittig für euch da. Was geht hier ab? Der Bro, der sitzt da gerade und tippt da irgendwas in Facebook wieder rum. Ich mache heute ein Showcase mit euch. Ich möchte euch mal meine bisherigen nicht Warbands und auch nicht Warband, sondern Minis, Männchen zeigen, die ich bis jetzt bemalt habe oder ich gerade dabei bin zu bemalen für Wasteland. So, deswegen wissen wir eigentlich schon wieder, abschalten, nix 40k, hier Wasteland oder dranbleiben, weil geile Minis und so. Ob geil bemalt ist natürlich eine andere Frage, aber die Minis an sich sind schon mal sehr geil. Oder? Absolut. Da sind ein paar coole... Aber bemalt auch immer geil. Ja, aber... sind ein paar geile, freakige Minis dabei, wo man denkt so, Alter, was hat sich der Typ, der die modelliert hat, dabei gedacht? Ja. Sind auch ein paar Custom-Minis dabei, also Minis, die so ein bisschen umgeändert worden sind, damit die so passen zu dem Style, den man so haben möchte. So, dafür haben wir einfach hier mal so ein bisschen was aufgebaut. Und das dient aber nur so als emotionale... territoriale... Es ist quasi ein Ambiente, eine Untermalung, ja, des Ganzen. Genau. Impressionen im Hintergrund. So, jetzt machen wir einen Cut und dann fange ich mal an und dann werde ich euch ein bisschen was zeigen, was ich so bis jetzt gemalt und gebaut habe. Und zwar starten wir jetzt. So, wie gerade schon erwähnt, hier ein bisschen was aufgebaut. Es haben sich alle Minis versammelt hier in unserem, oh, wie nennen wir den Town denn hier? Was ist das für ein Town? Danny? Das ist der Town. Einfach nur der Town. So, wie man hier sieht, hier vorne haben sich schon alle versammelt. Das ist die VIP-Abteilung, das ist die fertige Abteilung, das ist die eigentlich gedacht fertige, aber eigentlich doch noch nicht fertig, wie ich dann beim Aufstellen gesehen habe. Also fertige mit VIP auf später verschobene Abteilung. Ich fange jetzt einfach mal hier vorne an und mache hier so einen kleinen Schwenk und erzähle da ein bisschen was dazu. Hier vorne kommen wir zur, ich habe den Namen jetzt gar nicht drauf, zu einem Mädel, zum kleinen Kind, also die Minis finde ich super cool, weil die auch diese ganz kleinen Bases haben. Und die sind gegen ein normales Mini, hier nehmen wir mal einen Größenvergleich, auch wirklich klein. Habe ich so ein paar Kinder. Neben Gabby Gas Mask, die kennt man ja schon von so ein paar TNT Bad Raps. Also hier eine mit Müll, Eimer, Schild und Basie. Dann natürlich daneben Gabby Gas Mask. Dann haben wir den Bobby hier, den kennt man ja auch schon. Finde ich auch ein sehr geiles Mini eigentlich, was sie da gebaut haben. So ein bisschen wie diese, kennt ihr Hummelfiguren? Heißen die Hummel? Diese Porzellan. Genau, die sehr teuer sind und Omas ja, manchmal dann ja, so ja, im Regal haben. So hat er so das Gesicht und mit dieser, Knickerbocker-Hose oder wie man die nennen soll. Sehr cool. Fuzzy Miss Uzi hier, auch immer ein gern genommenes Mini von mir für das Spiel, weil coole Nahkampfwaffe, der Teddy voll mit Nägeln und dann hier eine Glock oder so, eine kleine automatische Pistole, mega. Die habe ich hier noch gar nicht gespielt,
Auch ein Kind mit, ja, was ist das für ein komischer Helm? Keine Ahnung. Komischer Helm auf jeden Fall. Dann so eine Plastik-Jacke und Raketenwerfer. Dann ein paar Tiere hier. Das sind diese drei Hunde, die ja hier bei meinen Mutantenkannibalen normalerweise als Haustiere immer mit dabei sind, die sehr schnell sind und sehr schön zubeißen können. Machen immer echt Spaß zu spielen. Die sind aus dem Set von sag nochmal, Zombicide, und das ist das Dog Companion Set. Da sind, glaube ich, 6 Hunde drin, wenn ich mich nicht täusche. Richtig? Ja. Also jeweils jeder zweimal quasi. Genau. Dann hier, das habe ich erst letztens fertig gekriegt. Das sind meine Terrorschweine, also meine Yes-Pigs. Ja, hier mit Sprengstoffgürtel. Den habe ich natürlich nachträglich gebaut, das gab es so nicht. Und kleinen Wecker hier und Zündspule und all den ganzen Mist. Habe ich auch noch nicht gespielt, aber hatte ich irgendwie Bock zu bauen. Sind halt solche Schweine, die man losschicken kann. Bei TNT gibt es das eigentlich mit, ich glaube, es sind Schafe. Dann kann man die explodieren lassen oder so. Hatte ich nur einfach erstmal Bock zu bauen. Spielenmäßig muss ich mal gucken. Ja, das sind einfach irgendwie ein paar Eulen, weil, ja, haben Bock gemacht, ne? Mal ein paar nackte Eulen zu malen. Die sind da meistens irgendwie irgendwelche Hostages oder sowas. Oder man muss immer gucken, muss man die befreien oder so. Die sind dann irgendwie gekidnappt. Ja, den Paar, den kennt ihr ja schon. Finde ich auch sehr geil und freako. Das ist ja hier so, ich nehme den mal hier hoch. Der Typ, der hat ja so ein Hitlerbärtchen und dann noch das, diesen geilen Scheitel. Dann hat er dieses unheimlich geile Tütü an. Und dann hat er so einen richtig geilen, der hat so eine richtig geile Körperkraus-Figur hier mit so einem Hängearsch und diesem asozialen Hartz-IV-T-Shirt hier. Mega. Da finde ich auch immer super cool. Ist immer der Leader, meistens, von den Kannibalen. Hier fand ich auch ein sehr geiles Mini. Das ist so, nein, hier, scharf stellen, so. Ja, weil alles so mit super vielen Details, also dieser Umhang, der da zusammengenäht ist, da noch eine Kette dran, hier diese Armbrust, dieser Trinkschlauch, hinten nochmal irgendwas, welche Nahkampfwaffe oder auch nicht, Speere, dann so ein Tarnrucksack, Köcher dran und überall halt diese Nähte, dann aber trotzdem mit Gasmaske, also so richtig trashig, ja, Postapokalypse mit allen möglichen Scheiß irgendwie versuchen zu überleben. Fand ich mega. Dann komme ich zu zwei Minis. Scheiße, mir fällt jetzt gerade der Hersteller nicht mehr ein, aber die gab es nur im Bundle, also die sind immer zusammen. Die sind mega. Also das sind mal richtig, also auf sowas stehe ich. Ja, ich weiß nicht, wenn man, wofür man sonst diese Minis kaufen könnte. Für welches Game? Aber hier sind sie genau richtig. Also er hier so, die Fresse von dem schon so voll Mongo. Hier und dann die Hände, die Pose, die Haut. Alles eigentlich richtig geil modelliert. Ist eine Zinnfigur. Auch natürlich bei meiner Lieblingswarband hier, dem Mutantenkannibalen. Irgend so ein, wie nennen die sich nochmal? Hilf mir mal schnell, Bro, wie heißt die nochmal, die so ein bisschen degenerated, genau, degenerate. Und dazu im Set gibt es dann hier diese alte, also die auch mega. Ihr seht, was ich meine. Also, ey, was ist da nicht in Ordnung? Ne, hier so ein komisches, totes Blach unterm Arm oder gerade geklaut. Da hängt dann eine Titte raus, hier hängt die komplett raus. Hat er irgendwie noch so ein Grillhähnchen da um die Schnur, da um den Bauch hier, den Gürtel, der das sein soll, mit so einem Mana-Trank hier, was weiß ich, irgendwelchen komischen. Aber geil ist, die ist noch gut in Form. Die alte? Klar, findest du nicht? Ja, super in Form. Auf jeden Fall geile Details. Dann hier so eine komische Axt. Hier diese Pusteln auch mega und dieses tote Kind. So, dann guckt da so ein bisschen hinten der Arsch so raus. So, jetzt wollen natürlich alle wissen, geht da was unter dem Rock? Also bei ihr möchte man ja unbedingt wissen, ob da was geht, wenn man sich das Gesicht angeht. Und Jungs, da geht was unter dem Rock. Ich mach da jetzt mal hoch. So, und jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, boah, Alter, was ist... Aber wirklich mit Haare modelliert, dieser Riesen... so, nächstes Mini. Kommt die Mutter dran. Weil wir dürfen ja keine...
Also auf jeden Fall erogene Zonen vorhanden. Komisch. Also bei so einem Schrotthaufen hier, ja, hier, ne, könnte man ja denken, ja, suchst du mit dem Pinsel vergeblich mal einzukillern, aber hier, da kannst du richtig Gas geben. So, hier, die Mama. Mama mit Bratpfanne, kennt man auch aus den Sachen, Bedwraps hier, wo man dann mal den Diner hatte, weil den Diner bewirtschaftet sie natürlich, da hängt sie immer dahinter normalerweise und vertickt dann immer was. Auch ein sehr geiles Modell. Hier so ein Kochtopf hinten drin mit irgendwelchen menschlichen Überresten, ne, der dann hier zum Ragout dann fertig gebastelt wird. Die Bratpfanne, Nahkampfwaffe, mega. Ja, zu ballern hat sie nichts, aber sonst geile Details, finde ich. Hier noch so ein Stumpi im Maul, nochmal scharfe, hier so eine Zigarre oder was. Sehr geiles Modell. Ja, dann hier so ein Fredel mit Axt. Fand ich auch sehr cool. Ist ein bisschen größer als Mom, also schon so ein dickerer, muskulöser Typ. Noch nicht huge oder auch nicht big, aber schon so, so ein geiler Nahkämpfer. Hatten wir in dem letzten Bedwrap Schlachthaus des Grauens. Ich habe den Namen nicht mehr drauf, aber er hat auf jeden Fall eine Menge Zombies in der Tür aufgehalten. Der Typ mit der Axt. Nee, Konrad nicht. Nee. Ich frage mich, was der da gerade für so... Warum hat der da oben so einen Gorbatschow-Fleck da oben an der Glatze? Ist bestimmt mit dem Bro wieder hingefallen. Naja. So, ja, dann haben wir hier den Tiny. War das Tiny? Ich meine, es war Tiny. Ja, klar. Das ist hier Tiny. Tiny, wisst ihr selber, wer die Bedwraps gesehen hat, ist eigentlich so mit das geilste Maskottchen von der Warband. Auch ein geiles Mini hin, hängt der Arsch so raus. Der geht schon in die Richtung Big. Ja, Tiny immer Hunger, auch ein bisschen blöd gewesen. Und obwohl er so geil ist und nahkampfmäßig eigentlich alles wegknallen müsste, hat er bei den ganzen Bedwraps irgendwie leider immer verkackt. Also der hat nie so richtig was gerissen, aber er war immer dabei, weil er war gut. So, für die Warband, so vom Style her fand ich ihn gut, aber er hat irgendwie immer verkackt. Keine Ahnung. Dann hat er noch einen Bruder, das ist das größte Mini hier in dieser ganzen Abteilung, da habe ich mir auch echt Mühe gegeben, den versucht schön zu malen. Der ist auch ein bisschen custom, also der Kopf gehört da nicht zu, der ist komplett aus Zinn. Das ist ein Kopf, glaube ich, aus einem Erweiterungsset der Chaos irgendwas, bla bla, Warhammer 40k Chaos Box, keine Ahnung, da gibt es so einen Sonderrahmen, den kann man kaufen, da ist dann diese Fratze mit dabei, die natürlich dann auch wieder hier mit Green Stuff, Knüppelkiss und so Pusteln besetzt. Ja, der hat so eine Steinschusspistole. Dann hat er hier so ein, ich weiß gar nicht, war das Original oder ist auch Custom da dran? Ich glaube, diese Hand ist nicht original bei dem Mini. Ja, das habe ich gemacht, ne? Das war nicht original. Also hier diese Sägenfaust auch nicht dabei gewesen. Super geiles Modell, auch wieder detailliert, weil auch Zinn irgendwie, Zinn sowieso finde ich immer sehr geil. Dann hat er hinten so einen Käfig von mir drauf bekommen, hier mit Vorhängeschloss und allem möglichen Zip und Zap, weil er ist ja in der Lage gewesen oder kann es auf jeden Fall auch sogar einen Gegner da mit einem Stärketest rein zu drücken. Und wenn das Spiel vorbei ist und er ist dann immer noch drin und der Gegner hat es nicht geschafft, hat man den Gegner gekidnappt und so. Ja, ganz lustige Regeln gibt es da ja bei TNT. Dann haben wir hier auch von einer ziemlich coolen Firma noch Minis. Glaube ich, Hasselfree. Hasselfree, ja. Die sind so ein bisschen auf Comic, aber finde ich auch sehr geil und sind auch so ein bisschen Stalker-mäßig, Post-Apo. Sind halt sehr comic-mäßig drauf. Finde ich sehr geil. Zum Beispiel hier die Maserung hinten an der Schulterstütze von dem AK-47. Extremst rausgearbeitet, aber finde ich halt geil. So übertrieben. Kann sogar sein, dass das die deutsche Marke ist, dass das LED Adventures ist. Mega. Hört ihr, was der Bro sagt hier. Er kennt sich aus. Also das sind sehr geile Minis. Und die gibt es auch immer in so einem Pack. Ich glaube, 5 oder 8 Stück irgendwie zusammen. Und dann habt ihr immer so ein Pack. Und da kann man eigentlich mit einem Kauf von
15 Euro oder so hat man schon direkt so eine komplette Warband. Mega. Einer meiner Lieblingstypen daraus ist der hier, weil er auch so schön einfach ist. Also ein Kniepolster, dann so ein Regenmäntelchen, eine Gasmaske, die Shotgun, eine Rolex hier, fett, und Rucksack. Also so wirklich gerade Post-Apo. Ich habe das noch gefunden, Schrotflinte vom Nachbarn, Gasmaske auf, Regenmantel und los geht's, irgendwie überleben. Gibt aber auch halt andere hier, die dann komplett hier in so einem Sturmanzug sind, hier mit Taschen und Walkie-Talkie dran und allem. Aber alles so comic-mäßig, wie ihr seht. Auch sehr geil. Macht auch Bock zu bemalen und auch Bock zu zocken. Da ist noch so ein Flammenwerfer-Typ, da ist auch so ein Specialist dabei. Mega. Ja, coole Minis. Dann haben wir hier noch den Sensenmann. Ist von dieser gleichen Firma wie er hier. Ich komme nicht drauf, Brother Winnie war es nicht. Nee, war glaube ich White Tree aus Polen. Der ist für so ein Spiel Afterglow. Keine Ahnung, gibt es hier nicht. Ihr hört, müsst ihr mal gucken. White Tree, auch hier voll freaky, hinten wieder so ein Kind dran. Dann so Sensenmann-mäßig, aber dann auch wie so eine Vogelscheuche. Geiler Typ. Ja, das war hier von der Straße des Grauens. Da war das die Oberschwester Bertha. Mega Mini. Ich habe das Base noch nicht gemacht, aber die liebe ich. Die ist so scheiße. Wer macht so Minis? Also dem kann man nur die Hand schütteln. Der ist mega drauf, der Typ. Kommt doch keiner drauf. Wer kauft so Mini? Also ich kaufe so Mini, klar, weil sie einfach total kacke ist, aber wofür brauchst du sonst dieses Mini hier? Eine Axt? Irgendwelche ganz ekligen, kleinen, dicken Füße auf so Sandaletten? Speckhals? Diese Brille? Also mega! Super! Oberschwester Bertha. Ja, Dr. Hans Folter. Geiles Mini. So, Achtung. Scharfstellen. Spritze, ja, war da. Die Kettensäge, nein, die habe ich von einem anderen Spielesystem. Wie ist das Spiel gesehen? Wargames Factory. Haben wir ja schon öfters von erzählt. Dieses Set, 30 Minis drin für 15 Euro irgendwie. Jede Menge Einzelwaffen, mega. Wenn man sowas nochmal erwischt, weil die Firma gibt es nicht mehr. Die sind zusammengelegt worden mit einer anderen Firma, die der Bro bestimmt wieder weiß, aber ich gerade wieder nicht auf dem Schirm habe. Die haben auch hier... die haben hier dieses Spielsystem rausgebracht, wo sich auch viele für die Imperialen halt diese Typen rausbasteln. Die Eisenkern-Dinger. Eisen, genau. Also, nee, mit denen sind die jetzt zusammengelegt. Richtig, aber mit der Firma. Kommst du auch gerade nicht drauf. Ich glaube, das ist Dreamforge Games, aber ich weiß Dreamforge nicht, ob das Dreamforge und das jetzige Spiel ist irgendwas mit Z. Ja, und da gibt es diese Minis auch noch, aber es gibt diese geile Box nicht mehr mit den vielen Dingern drin. Da ist, glaube ich, nur ein Gussrahmen drin oder so, aber selbe Preis oder so. Ja, und wie heißt das nochmal? Apokalypse Z? Irgendwas mit Z. Oder, nee, Z Nation ist ein PC-Spiel, glaube ich. Weiß ich nicht. Naja. Mit Z. Dann hier. Ja, wer ist er denn? Er ist ein Custom-Roboter. Der Körper besteht eigentlich nur aus einem restschrottigen Stück Green Stuff, der mal angerollt worden ist. Die Ketten sind selber geschnitzt mit allen möglichen Krims und Krams. Genauso eigentlich wie das hier oben. Die Hände und die Arme sind Green Stuff. Die Lampe ist aus irgendeinem Bit. Und das hier oben, wenn ihr das erkennt, das ist ein Fernglas von der imperialen Armee. Ne? So, und daraus ist dann halt ein Roboter. Nummer 5 lebt. Dann hier, Basavini. Geiler Roboter natürlich. Wer Fallout kennt, weiß, wer es ist. Das sind die richtig geilen Roboter. Robotos hier. Finde ich auch sehr cool. Ja, und dann haben wir noch hier die Nonnen. Die habe ich auch gespielt auf dem Szenario Straße des Grauen oder des Todes. Ich weiß nicht, mit dieser Mega-Spinne am Ende. Da war ja hier Oberschwester Bertha, ne, angeschlossen. Habe ich auf der Bitsbox, nee, wo habe ich die gekauft? Auf der... auf der Crisis war es in Belgien. Ich glaube, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich glaube, 10 Stück sind es. Die anderen habe ich noch nicht bemalt. 10 Euro, 10, mega. Also super billig.
Und der Teil war natürlich total scheiße. Weil super alt, auch hier schlecht bemalt, so auf schnell. Die Waffen auch wieder aus diesem Wargames Factory Set. Weil die Waffen, die da dran waren, die gingen gar nicht. Ich habe nur noch zwei, die sind original. Das waren solche Dinger hier, guckt euch das mal an. Eine habe ich so gelassen, als wäre es so eine epische Waffe, irgendwie, die man später finden kann. Und der Flamer, der war auch nur original. Das ist das Ofenrohr hier. Ja, also detailsmäßig total kacke, aber lustig. Ne? So eine Warband aus Nonnen fand ich ganz lustig. Ja, den Typ hier, ja, auch irgendwie. Also so habe ich erstmal schon mal die gröbste Nummer zusammen. VIP-technisch bin ich im Moment hier nämlich komplett bei diesem Gussrahmen aus diesem Wargames Factory Karton. Fast. Das da ist Brazzavini. Oh, das hier ist Brazzavini. Der Rest, achso, und er hier auch nicht. Der gehört auch nicht dazu. Ja. Aber der Rest, ja. Der Rest ist alles aus diesem Karton. Und weil der Karton so ist, man muss nicht jedes Mini bauen, wie es drauf ist, sondern man hat 1000 Variationen, weil du kannst einfach andere Arme an andere Körper und alles hier so dran machen und dann kommt das hin. Ich glaube, hier bei ihm kann man das ganz gut erkennen. Normalerweise hat er hier einen Sakko an, aber ich habe ihm jetzt natürlich Arme mit dem Basie gegeben mit so einem Hemd. Eigentlich passt das nicht, aber es passt trotzdem, wenn man ein bisschen mit Green Stuff macht und so. Du siehst das ja auch, er hat die Arme nämlich auch, es ist aber ein anderer Oberkörper. Genau. Das ist der Dicke hier. Auch geile Figuren finde ich eigentlich hier. Auch wenn immer solche Details finde ich lustig. Hier noch ein bisschen Arschritze. Aber nochmal kurz die Gesamtansicht von dem. Bevor wir es sagen, habt ihr jetzt kurz Zeit auf Pause zu drücken und zu kommentieren. Welche ist natürlich die geilste Mini von denen, die da steht? Okay, jetzt müssen wir es sagen. Es kann natürlich nur einer sein, Junge. Ja, Junge. Das ist hier versucht, einen Chuck Norris zu bauen. Chuck Norris mit pinkem Nunchaku. Ja. Nunchaku. Ne? Und ein Ninja-Stern heißt hier Shuriken. Das haben wir gelernt vom Mozi. Ja, Shuriken. Und nicht Shuriken, sondern Shuriken. So. Genau so. So ist er auch drauf. Ja, sieht auch ein bisschen aus wie so ein Dildo eigentlich. Ja. Aber ist egal, ist ein Nunchaku. So. Ja, auf jeden Fall cool. Schilder hier selber gebaut. Aus ein bisschen Plastikhart und dann da hinten einfach die Hand abgeschnitten und dann einfach hier so rein. Jetzt hätten die so einen Griff, so eine Griffmulde. Ja, so sieht das aus. Hier die Holy Bible hier, mega. Also sind schon coole Minis. Das wird jetzt ein kompletter Nahkampftrupp bis auf den Bengel und ihn hier. Aber das soll eigentlich mehr so ein ich hau euch alle kaputt Trupp werden. Ja, ist aber noch nicht fertig. So sieht's aus. Das war jetzt mal ein Showcase von meinen bisherigen TNT-Figuren und hat eine Menge Bock gemacht zu bemalen, weil du immer wieder was anderes malst, immer wieder andere Produzenten hast, immer wieder andere Details. Ist auf jeden Fall mega. Wollte ich euch mal zeigen. Schreibt mir ein paar Kommentare, wie ihr die findet oder was nicht so geil ist. Oder vielleicht sagt ihr, hör mal, wenn du das geil findest, dann guck dir mal die Minis an von den und den. Das wäre was für dich, weil die sind noch abgedrehter. Also ich finde immer geil, wenn er total abgedreht ist. Und natürlich muss er noch spielbar sein. Also es geht jetzt nicht irgendwie nur ein Auge auf dem Stock, der irgendwie so rumhüpft, weil da kannst du, obwohl er kann schon wieder aus dem Auge irgendwie Laserstrahl. Ja, eigentlich klar. Kannst du alles machen. Also irgendwie, ne? So. Und ich werde unter das Video mal ein paar Links klicken, legen, verlinken von den Seiten, wo ich eigentlich diese Minis alle herbezogen habe. Vielleicht ist das eine oder andere Mini dabei, wo er sagt, boah, das will ich auch haben oder wo kriegt man die überhaupt? So, sind dann unten drunter. Deshalb sage ich jetzt hier mal klick, klack, weg. Und ja, danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.